Hallo, ist da Computertechnik? Ja, sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, mein Name ist Konstantin. Ich rufe Sie aus Hamburg an. Ich habe hier Ja. so wie, weiß nicht, wie sagt man das so, hier steht was mit Netzwerksicherheit und Virus und Trojaner und was soll ich denn jetzt machen? Sie sollten nur meine Anleitung folgen. Es kann sein, letztes Mal Sie haben dieser kostenlos und sichere Seite besucht. Deswegen kriegen Sie dieses Problem. Oh, Okay? okay. Zuerst geben Sie mir Ihre Rufnummer. Ja, ist kein Problem. 040 040 765. 765 Genau, 342. 342. Okay, ich wiederhole. 040 Ja? 765 342, richtig? Das ist richtig. Was soll ich denn jetzt machen? Hier sind meine ganzen Banksachen Nein. drauf und alles. Okay, machen Sie keine Sorge, ich helfe Ihnen weiter. Aber sagen Sie mir, seit wann haben Sie dieses Problem? Jetzt gerade. Okay, Herr, und bekommen Sie dieses Problem erstes Mal oder schon mal haben Sie? Nee, noch nie gehabt das Problem. So Okay, ein Mist. zuerst mache ich hier eine Verbindung mit Ihrem Gerät und dann sehe ich, was ist die Problem. So, Sie sollten nur meiner Anleitung folgen. Was, Dann welche ich Anleitung erkläre. denn? Schicken Sie mir die per E-Mail oder? Nein, ich sage Ihnen. Ach so. Jetzt. Ja. Okay? Was soll ich machen? Okay. So, sagen Sie mir, es ist ein Laptop oder normal PC? So PC-Computer. So Ja. einer zum So. Hinstellen. Also da vorne steht Okay. Rendermaschine Emskirchen drauf, falls das weiterhilft. Okay, so einmal sehen Sie auf die Tastatur ganz unten links. Ja. Welche Taste gibt es? Steuerung Windows Alt-Leertaste. Genug, Alles da. halten Sie diese Window-Taste mit einer Hand und mit anderen Hand R-Buchstabe, R Also wie Rudolf. ich soll auf beide Tasten einen Hahn draufsetzen, ja? Ja, gleichzeitig drücken und gleichzeitig Okay, loslassen. habe ich gemacht. Das hat Ihnen zwar nicht gefallen, aber hier ist ein neues Fenster aufgegangen. Da steht Ausführen. Geben Sie den Ja, Namen ich eines schreibe hier. Programms, Schreibe. Ordner oder Dokument oder Internetressourcen an. Ja, richtig, Ja? richtig. Schreiben Sie hier zweimal H, H wie Heinrich, alles in klein. Warte, jetzt zweimal H, ja? Ja, alles in klein. Also wie Hamburg, Hansestadt Hamburg, ja, okay? Dann Leertaste Ja? und nochmal H wie Heinrich. Aber nur eines, ja? Okay. Und jetzt auf Wiederholen Sie, was haben Sie geschrieben? HH, Leerzeichen, nochmal ein H wie Hühnchen. Bocker? Da unten, es gibt eine OK-Option. Klicken Sie darauf. Alles klar, Chef, mach ich. Da Jetzt sehen steht. Sie Da steht jetzt oben irgendwas rechts auf. in der Da ist jetzt irgendwas oben auf rechts. Englisch. Ich kann das aber Ja, nicht lesen. oben. Okay, Herr, oben rechts sehen Sie, es gibt eine HTML-Hilfefenster. Machen Sie dieses Fenster groß. Groß, also Vollbild oder was? Maximieren Sie bitte diese HTML-Hilferfenster. Sehen Sie Ja, oben rechts in das. der Ecke. Ich habe ja nur gefragt. Maximieren. Muss nicht gleich garstig werden. Okay. Habe ich gemacht. Okay. Okay, jetzt sehen Sie ganz oben links in der Ecke. Gibt es ein kleines gelbes Fragezeichen? Ja, das ist Klicken da. Sie darauf. Das hat das Virus nicht kaputt gemacht. Da soll ich drauf auf das Fragezeichen draufdrücken. Ja, richtig. Okay. Zweite Option, vor unten zu URL springen. Ja, Klicken wird Sie. richtig gesprungen. Warte. Okay, wo soll ich hinspringen? Zu URL springen. Ja. Bekommen Sie diese Option. Jetzt bekommen Sie ein neues Fenster in der Mitte. Ganz genau. Ja, schreiben Sie in zweiter Zeile dreimal W, W wie Wilhelm, alles in klein. Warum machen wir nicht einfach Firefox auf? Das wäre doch viel einfacher. Ja, jetzt Sie können das machen. Dreimal W, W wie Wilhelm. Ja. Dann Punkt. Punkt. S wie Siegfried. Aha. U wie Ulrich. Ulrich, ja. Zweimal P, P wie Paula. Popo, Popo, ja. O wie Otto. Otto. R wie Richard. Richard. T wie Telefon. Wie Telefonziege, ja? Punkt. Punkt. M wie Martha. Martha. E wie Emil. Emil. Ja, wiederholen Sie, Support was me. haben Sie geschrieben? Ja, da unten es gibt eine OK-Option. Klicken Sie darauf. Wird gemacht. Da steht jetzt Rescue by Log Me In. Ja, da unten, bitte Support gucken. Verbindung.
Geben Sie Ihren sechsstelligen Code ein und klicken Sie dann auf Download starten unten. Drei Ja, gelbe Kasten unten. ich gebe Ihnen diese sechsstellige Code. Schreiben Sie 78. Hier unten steht was von 14 Tage Trial. Soll ich da drauf drücken? Muss ich das installieren? Nein, oben es gibt eine Download-Starten-Option, es gibt eine Karte. Da kann ich aber nicht Schreiben Sie drauf dieses drücken. Code. Den Liebescode? Schreiben Sie dieses Code. Ja? Schreiben Sie bitte diesen Code. 78 7, 8? 60 6, 0? 17. 1, 7. Ja, klicken Sie auf Download starten mit Blaufarbe. Mit blauer Farbe soll ich da drauf malen? Ja. Ist der ganze Bildschirm dreckig. Ja, jetzt bekommen Sie eine ausführende Option. Aha, da steht Klicken Sie ausführen. Benutzerkontensteuerung. Okay, drucken. Okay, drucken. Okay, brauche ich gar nicht vorlesen. Du kennst das genauso gut wie ich, ja? Aber dann machst du das ja auch den ganzen Tag. Hä? Wie lange Haben Sie müssen Sie wirklich heute jetzt? arbeiten? Ja, was bekommen Sie jetzt? Redest du nicht gerne mit Menschen? Da wurde ein Okay, ich habe jetzt drauf Okay gedrückt. Jetzt bekommen Sie eine Ja-Option. Aha, da steht Verbindung wird hergestellt. Warten auf Techniker. Sind Sie das Nein. Techniker? Nein, nein. Unser Nein? Techniker heißt Thomas. Thomas? Okay. Das ist Hochtechniker. Und der guckt sich das jetzt an, oder was? Ja, wir checken einmal, wir überprüfen Ihre Gerät. Dann er macht alles in Ordnung für Sie. Okay? Ah, Reparatur machen. Und Herr, wie alt ist Ihr Gerät? Pff, 2 Jahre oder so. 2 Jahre. Okay. Und benutzen Sie dieses Gerät beruflich oder privat? Beide, richtig? Ne, nur privat, nur privat. Firma hat andere Computer. Bekommen Sie eine Okay-Option? Ja, hier steht Fernsteuerung durch Thomas gestartet. Ich habe Okay, auf Okay drucken. gedrückt. Okay. Lassen Sie Ihre Maus frei. Wie freilassen? Ja, Maus freilassen. Aus dem Käfig oder was? Maus, bewegen Sie jetzt Ihre Maus nicht, okay? Ja, dann kann ich doch gar nicht arbeiten am Computer, wenn ich die Maus nicht bewege. Warten Sie, warten Sie, warten Sie kurz. Ich mache so. Ich mache hier eine Verbindung und ich kann hier auch Ihre Maus bewegen. Warten Sie kurz. Jetzt lassen Sie Ihre Maus Ah, frei. ist das sowas wie TeamViewer oder was? Ja, richtig. Ah, sag das doch gleich, das verwirrt Menschen. Weißt du, ich bin ein sehr einfach gestrickter Mensch. Ich mag Maulwürfe und Eichhörnchen. Alles andere überfordert mich. Ist bei dir ja Ja, genauso, außer dass es da um Trinken und Atmen geht, aber das Ding ist das Gleiche. richtig, ja, richtig. Das ist eine Verbindungssoftware. Okay, und jetzt sehen Sie meine Maus auf dem Bildschirm? Ja, ich sehe deine Maus, also zumindest den Mauszeiger. Von welcher Ja, Firma richtig. ist deine Maus? Herr, es geht von Computer und wir sind Vertriebspartner von Microsoft, okay? Du weißt ja Und nicht mal, wie zwar man den ich. Firmennamen ausspricht, verdammt, das heißt Microsoft. Wir sind Vertriebspartner von Microsoft, Ach okay? so, okay. Und welche Webseite haben Sie letztes Mal besucht? Wie hieß das? Pirate Bay. Ich wollte hier Game of Thrones runterladen. Okay, so Sie wollten eine Spiel oder eine Webseite dieser Movie oder Ja, Film haben. Movie, Torrent runterladen. Okay, kennen Sie diese Applikation? Sie haben das gedruckt. Das ist nicht sicher. Das ist eine unsichere Webseite Ja, das habe und ich das ist auch gemerkt. eine illegal Webseite. Kennen Sie? Ich habe das gemerkt und dann kam diese Meldung, da ich gedacht, belehrt ihr die Nachhui, was habe ich gemacht? Und dann stand da Virus, Werbung, Trojaner, Online-Banking, Bitcoin, irgendwie sowas. Okay. Ganz So, komische Herr, Sachen. ja. Sie haben letztes Mal eine unsichere Applikation hier gedruckt, deswegen kriegen Sie diese Warnung, okay? Und Ja. warten Sie. So, ich mache so, zuerst ich mache hier einen kleinen Scan, dann sehen wir, okay? Was, ein kleiner Scam? Was ist Ja, das? ich mache hier. Sehen CMD. Sie auf Ihrem Bildschirm? Ja, ich Und sehe. Sie heißen Herr Holger. Holger Hitzler, ja, das ist mein Name. Okay. So, ich mache hier einen kleinen Scan. Und bekommen Sie dieses Problem erstes Mal oder schon mal haben Sie?
Nee, noch nie gehabt. Ich habe einmal, dass immer Bluescreen gekommen ist. Da musste ich Windows neu installieren. Aber so Virus habe ich noch nie gehabt. Okay. So, jetzt mache ich hier einen kleinen Scan. Sehen Sie dieses schwarze Bild? Ich sehe das schwarze Bild. Ja, jetzt sehen Sie, es läuft. Ja, was macht er da? Er macht eine Scannung und diese Scannung hat hier gefunden, sehen Sie auf dem Bildschirm hier. Was denn? Wo denn? Ich sehe nichts. Ich sehe nur schwarz. Oder ist ein Ja, Rot? hier. Ist das rot? Ist das das Virus, das Rote? Da malt jemand meinen Bildschirm an. Hilfe! Hallo? Ja, Da das. ist Rot auf meinen Ja. Bildschirm gekommen. Es ist wieder Ja, weggegangen. ich habe das gemacht, hä? Ah! Jetzt bin ich aber beruhigt. Ich habe das gemacht. Okay. So sehen Sie auf dem Bildschirm, es gibt 4.648 Viren und Was? 789 Trojaner. Letztes Mal, Sie haben diese Toronto geklickt, Ja, ich habe deswegen finden Toronto Sie diese Seite. angeklickt. Wie konnte ich das nur machen? Und davor habe ich Otterdam Das ist angeklickt. eine unsichere Webseite, Herr. Kennen Sie, das ist auch illegal Was in ist ganzen illegal? Europa. Diese Webseite, diese Toronto. Okay? Toronto ist illegal in Europa, weil die so strenge Ja. Einreiseregeln haben oder was? Ja, das ist eine unsichere und illegale Webseite, deswegen kriegen Sie dieses Problem. So, jetzt Ah. mache ich noch seinen Scan. Warten Sie. Ja, es hat wohl nicht geklappt, wa? Warten Ich kann das Klicken von deiner Maus hören, die ist aus den 80er Jahren, oder? Wie bitte? Alles gut, ich habe noch eine Frage gestellt. Ja, nochmal bitte. Die Maus macht Geräusche. Kann man hören? Ist die so alt? Ah, ja, das ist ein bisschen alt. Oh, das ist aber nicht gut. Okay, wir machen so, ich mache meine Arbeit, ich überprüfe Ihre Gerät, dann ich sage meinem Chef auch, das ist sehr, sehr hart. Ja, der muss ein neues kaufen. Ja, richtig. Okay, so Herr, sehen Sie hier auf Ihrem Bildschirm, Ja. es gibt hier, das ist die System Treiber und sehen Sie, das ist sehr, sehr wichtiger Treiber, aber sehen Sie einmal hier diese Status. Das ist schon beendet. Sehen Sie, beendet, Ja, ist doch beendet, aber beendet. klar. Guck mal, hier steht doch Ja, Startmodus jetzt. manuell. Die sind nur an, wenn ich sie anmache. Ist doch normal, dass die beendet sind. Ja, so das bedeutet, dieser wichtige Treiber ist schon beendet. Es ist schon kaputt wegen dieser gefährlichen Elemente. Okay? Bist du nicht kaputt? Kann ich doch einfach wieder anmachen. Okay, machen Sie dann. Warte mal, guck mal, was stand denn hier? Ich doch eben gesehen hier. Da, guck mal, das ist alles vom Drucker. Der Drucker ist ja gerade gar nicht an. Dann ist doch klar, dass das nicht an ist. Und sehen Sie auf dem Bildschirm hier alle diese Treiber. Aladdin? Ja, alle diese Treiber. Streaming Quality. Ja, ich streame ja auch gerade nicht. Dann braucht der Streaming-Treiber ja auch nicht laufen. Oh. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist das ist alles kaputt? Ja, das ist alles kaputt. Virtueller Bustreiber. Komm, Freddy, Bus bauen. Ja, alle diese Treiber arbeitet Guck nicht mal, mehr. selbst ich CD-ROM-Treiber. Ich habe gar kein CD-Laufwerk. Warum wird das da angezeigt? Aber der ist komischerweise gestartet, ha? Wird ausgeführt. Das ist auch kaputt. Ihre Guck mal, da Gerät. steht CD-ROM-Treiber wird ausgeführt. Ich habe nicht mal ein CD-Laufwerk, verdammt. Hat das Virus ein CD-Laufwerk in meinen Computer gebaut? Herr, alle diese Treiber, dieser Treiber läuft immer hinterauf für dieses Gerät, okay? Der läuft hinten drauf. Deswegen, ja, alle diese Treiber läuft immer hinter. Sie können auch das nicht sehen, aber alle diese Treiber arbeitet noch nicht. Deswegen bekommen Sie diese Warnung, Ach okay? so, die Geschichte wird immer besser. Gleich erzählst du mir noch was von Rotkäppchen und den sieben Tauben auf dem Dach. So heißt die Geschichte doch, oder? Ja, so Herr, jetzt
es gibt drei Probleme mit Ihrem Gerät. So wollen Sie das diese Problem bereinigen? Nee, Sie müssen das machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, wir machen alles, aber es kostet Ihnen etwas. Also soll ich weitermachen? Nochmal, den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Es kostet Ihnen etwas auch. So soll ich weitermachen? Ja, vielleicht sagst du mir, was das kosten soll. So kannst du die Es Frage doch nicht kostet in den Ihnen Raum stellen. mindestens 200 Euro. Boah, so viel? Ja, mindestens 200 Euro. Baust du da goldene Programme ein oder was? So, Herr, es gibt ein Sicherheitsproblem. So, wir müssen auch eine hier neue Sicherheit aufbauen. Eine Deswegen kostet Hirnsicherheit? es. Ja, die hättest du dringend nötig, verdammt. Ja, wir geben, und kennen Sie, eine Sicherheit ist ein Muss für ein Gerät. Eine was? So, eine Sicherheit ist ein Muss für ein Gerät. Ein Muss für ein Gerät. Ja, aber ich habe doch Windows Defender drauf, oder nicht? Ja, Herr, aber in diesem Moment, Ihre Windows-Sicherung ist auch schon beendet. So, in diesem Moment, es arbeitet nicht. Deswegen Ach kriegen Sie so. dieses Problem. Können Sie Windows Defender denn dann wieder anmachen? Weil Sie sind ja von Ja. Microsoft, das ist ja Ihr eigenes Wir Programm. sind nicht von Microsoft, wir sind Das von heißt Privaten. Microsoft, warum sagst du Microsoft, verdammt? Wenn du schon vorgibst, für die zu arbeiten, dann sprich doch wenigstens den Namen richtig aus. Oder sagst du auch, ich arbeite für McDonald's, wobei das McDonald's heißt? Ich arbeite für Zometo. Oh. Für wen? Okay. Nochmal, für wen arbeitest du? Nichts. Nichts. Okay. So, mach Ja. hin. Wie lange dauert das? Ich brauche meinen Computer. Ich muss Minecraft spielen. Sie brauchen meine Hilfe nicht, Herr. Doch, ich brauche deine Hilfe. Ich habe das schon verstanden. Sie brauchen meine Hilfe nicht. Sie wollen nur meine Zeit. Ja, ich Okay. will nur deine Zeit, Benchot. Okay, danke schön. Fucking Scammer. Go find the real job, right? This is Rakesh from Noida. Noida, Benchot. Diese Mistvögel.